Hellas zusammen und willkommen zum PBM 172 mit dem griechischen Captain des Weins und des Räucherwerks. Wir sind in der glücklichen Runde 13. Die wilde 13, wie man es auch sagt. Und ja, was ist diese Runde? Zunächst erstmal, wir haben endlich unseren vierten Bürger in Athen. Und wenn wir mal gucken, wo das Feld drauf gegangen ist. Er ist auf dieses Weinfeld gegangen. Und nicht auf dieses Hügelfeld, obwohl ich Produktionsfokus eingestellt habe. Denn dieser Produktionsfokus sagte sich offensichtlich, der Automatismus, dieser eine Produktion ist zusammen mit dem 2 Gold, dem 1 Nahrung, dem 1 Kultur und dem Glauben wesentlich mehr wert als nur diese 2 Produktionsdinger. Gut, hat er halt nur 1 Produktion gemacht, macht nichts, Kornspeicher wird trotzdem in 2 Runden fertig. Und zwar, wenn ich hier auch die Pferde auswähle. Die nehme ich jetzt, weil ich nämlich 2 Nahrung haben möchte. Und weiter ein Produktion, damit es nämlich schneller wächst. In 2 Runden ist der Kornspeicher soweit. Anschließend kommt das Monument. Und dann sollte die Stadt nochmal richtig groß wachsen auf Größe 5. Auf Größe 5 gibt es dann dieses Weinfeld noch hinzu. Gibt es noch mehr Kultur, noch mehr Glauben. Und dann hoffe ich mal, dass wir auch auf Größe 6 schnell genug wachsen, um auf Größe 6 dann noch hier dieses Kupfer mit dazu nehmen zu können. Gibt Geld und nochmal ordentlich Hämmer. Mal gucken. Oder aber vielleicht hier die Schafe. Und wenn es gar nicht anders geht, einer von diesen Bergen hier. So sieht's gut aus. Und was sehen wir noch? Wir sehen, in unserem Gebiet wurde ein Barbar gesichtet. Er ist also von hier durchgelatscht auf dieses Feld. Sehr glücklich, dann gucken wir jetzt gleich einmal, wo unser Widersacher der Q-Aladin ist. Der ist nämlich, der stand hier, hier stand er das letzte Mal, nicht hier. Hier stand er das letzte Mal. Gucken wir doch mal, wo er hin ist. Aha, wenn er da stand, hätte er da gehen können. Aber jetzt sehen wir es nochmal, hier ist die Küste, das heißt, da weiter runter kann er nicht gehen. Das heißt, er kann höchstens noch 1, 2 auf diesen beiden Feldern sein. Gehen wir auf diesen Hügel und erkennen, er ist hier im Tal. Und was das Schöne ist, er weiß nicht, dass ich hier oben auf dem Hügel bin. Und er weiß auch nicht, dass hier ein Barbar ist. Und jetzt wollen wir mal gucken, was dieser Barbar kommende Runde macht. Ob er irgendwie hierhin geht oder dahin geht oder dahin geht. Oder ob er sogar auf mein Land geht. Mein Land ist ziemlich unattraktiv, denn dort gibt es irgendwie ja nichts zu plündern. Weil ich ja noch keinen Bautrupp habe. Ergo muss er sich andere Beute suchen und streift durch die Gegend. Gut, weiter geht's mit Barbaren. Und zwar die Barbaren hier bei Quebec, dieses Lager. Da sind ja 2 Stück gewesen und blöderweise ist der jetzt genau auf dieses Feld gegangen. Ja, ist genau auf dieses Feld gegangen. Das hätte auch anders sein können. Aber, ja, ich sag's mal, ich mach den dann doch hierhin, so, damit ich nämlich versuchen kann, hier unten rum hier lang zu kommen. Damit er nämlich hier rüber zurückkommt und dann kann der sich nämlich hinstellen und den Bautrupp bewachen und hier die Felder aufklären und hier ein bisschen auch noch ein bisschen aufs Lager draufklopfen. Der Krieger wird dann zu Hause bleiben, während alle anderen in den Krieg ziehen. Das ist ja mal eine wunderbare Aussage. Der Krieger bleibt zu Hause, während alle anderen in den Krieg ziehen. Ja, natürlich. Die griechischen Frauen mit ihren Nudelhölzern oder was, ne? Gut. Was ist sonst noch so passiert? You have met the Q. Aha, der spielt also auch auf Englisch. The Q. Da sieht man ihn. Letzter Platz der Punktewertung mit Polen. Und da oben ist er. Und er hat diesen Berg Sinai. Und er hat mir auch gleich eine Nachricht gegeben, wo er indirekt meint, der Berg Sinai
und seine Hauptstadt sind wohl offensichtlich tabu für mich und ich soll mich davon fernhalten. Nun gut, hier im Süden kommt er sicherlich nicht her, das heißt, er kam von hier. Also werden wir auch in die Richtung gehen. Einmal so. Und was sehen wir da? Einen Stadtstaat, nämlich Samarkand. Und dann wollen wir den auch gleich mal entdecken. 15 Gold, aha, den kannte also schon jemand. Gut, Schutzversprechen, dann sind wir ganz schnell auf 5. Und dann gucken wir mal, wie wir dann hier so zack, zack. Hier müssen wir irgendwie so in diese Richtung gehen. Hier so das aufklären, weil da muss er dann wahrscheinlich irgendwo sein. Schauen wir auf die Punkteauswertung. The Q. 7 durch Städte, eine Stadt. 7 durch Bevölkerung, 2 Bevölkerungspunkte. Damit klärt sich jetzt auch auf, wer wo wie welche Punkte gekriegt hat. Wobei The Q war ja ohnehin eigentlich gar nicht da beteiligt. 7 durch Land, okay. 8 durch Technologie, er hat eine Technologie. Sehr wenig, er hat offensichtlich nichts gefunden, nichts großartig erforscht. Und 4 durch Politik. Er hat eine Politik. Und jetzt schauen wir mal, wie sein Kulturstand ist. Und sein Kulturstand ist bei 32. Ja, 32. Und jetzt gucken wir mal, wie ist mein Kulturstand. Fragen wir mal die Polen. 55. 32. Das heißt, er hat... Boah. Hat er jetzt Ehre aufgemacht? Hat er jetzt Ehre aufgemacht oder hat er ein Monument gebaut? Hat er Ehre aufgemacht? Ich kann es jetzt gerade nicht sagen. Gut. Im Vergleich aber zum Hunnenreich... Achso, das Hunnenreich hat noch einen getroffen. Hier. Noch einen Unbekannten. Damit sind wir zu viert schon. Hier in unmittelbarer Nähe und der andere hat auch 52 Kultur. Der scheint offensichtlich... Ja, gut, dann ist klar. Dann hat der Q scheinbar entweder kein Monument gebaut oder er hat Ehre nicht aufgemacht. Also eins von beiden muss es sein. Gut, und der Unbekannte, der hat nämlich genau das gleiche wie ich und hat dementsprechend wahrscheinlich auch Ehre und... wer war es noch? Was war es noch? Tradition aufgemacht. Gut, was hat der Hunne? Der Hunne hat sau wenig Kultur, gerade mal 12. Das ist wirklich sehr wenig. Also da geht einer richtig zurück. Gut, ja, Samarkand Stadtstaat. Und jetzt gucken wir nochmal auf die Demografie und sehen in der Demografie... Ich bin jetzt Zweiter im Nahrung. Erster ist nur noch jemand anders mit 11. Das muss wohl jemand sein, der auch 4 Bevölkerungspunkte hat. Ich hatte ja schon mal aufgeschrieben, ich glaube, es war Storm. Aber ich weiß es nicht. Vielleicht ist auch, ich glaube, es kann auch Mambokurt gewesen sein. Oder Pelikopter, einer von denen. Die hatten nämlich auch besonders viele Punkte. Storm hat aber in der einen Runde am meisten dazu bekommen. Das ist halt sehr sonderbar. Ja, man sieht hier, so Q hat nur Bevölkerungszahl Größe 2, 6000. Fertig waren bin ich mit 6 sogar auf Platz 3 jetzt vorgerückt. Da hat einer hier fertig waren 10 und ein anderer 3 Nahrung. Also da scheint wohl tatsächlich jetzt schon einer an einem Siedler zu bauen. Ziemlich früh, muss ich sagen. Für ein Ehre-Spiel finde ich das ein bisschen zu früh, denn man bekommt ja so sau wenig gut geschrieben und kann dann nur teurere Sozialpolitiken haben. Ich möchte lieber erstmal hier mit der ganzen Ehre-Politik durch sein, ehe ich überhaupt eine zweite eigene Stadt vielleicht anfange zu gründen. Na gut, und man sieht hier Polen 75, das ist, ja, er hat ein Naturwunder getroffen, das ist das hier. Ja, das passt dann. Ja, schauen wir mal nochmal auf die Karte, und zwar, wo sind schöne Siedlungsplätze? Ich hab's ja schon mal geschrieben im Thread.
Also ein schöner Siedlungsplatz ist zumal einmal hier. Es ist ein Hügel. Es ist am Berg. Hier ist direkt daneben sind Kühe, ein Weizen, einmal ein Wild. Hier ist einmal Baumwolle. Und hier sind Trüffel. Und 1, 2, 3. Auf dieser Seite sind noch Schafe. Also das ist wirklich eine Traumposition. Zwei Luxusgüter und jede Menge anderes Zeug dabei. Jetzt fehlt nur noch, dass da irgendwo Eisen in der Nähe ist. Dann flippe ich an der Stelle wirklich aus. Das ist echt eine Traumposition. Die muss unbedingt besetzt werden. Und die werden wir dadurch besetzen, dass wir halt ordentlich Krieg machen. Und wenn der Krieg soweit in einer guten Phase ist, können wir irgendwann mal einen Siedler einpflegen, der dann hier dieses Feld besetzt. Gut, und das zweite gute Feld ist hier. Diese Position hier bei den Steinkreisen. Bei den Steinen. Schlechter Steinkreise. Bei den Steinen. Wir haben hier die Wale, die wir anschließen. Damit haben wir das Luxusgut für die Stadt. Und wir haben 1, 2, 3, 4 Steinkreise. Warum sage ich Steinkreise? Steine. Die wir alle mit einem wunderbaren Weltwunder namens... wo ist er denn? Wo ist denn das Weltwunder? Namens Mausoleum Halikarnos verbessern können. Bringt 100 Gold, wenn eine große Persönlichkeit verbraucht wird. Das ist schon mal sehr schön. Jede Quelle von Marmor oder Stein, die in dieser Stadt bearbeitet wird, produziert 2 Gold. Damit ist das die Goldquelle. 1, 2, 3, 4 Gold. 8 Gold daraus. Plus natürlich das Gold aus dem... plus das Gold aus Verlieren von den großen große Persönlichkeiten, wenn eine verbraucht wird. Okay, das heißt, wenn ich sie einsetze, nicht wenn ich sie bekomme. Das heißt auch wahrscheinlich, wenn ich große Generäle zu Zitadellen verarbeite. Ja, das glaube ich dann auch. Oder wenn ich große Admiräle zum Reparieren verwende. Na gut. Ja, und wahrscheinlich auch bei großen Propheten. Also müssen wir das sehen, dass wir das ganz schnell kriegen. Dann haben wir über das großen Propheten nämlich noch viel mehr. Ja, so sieht's aus. Ich glaube, das war's dann schon wieder. Genug geschwafelt. Wir schauen in Runde 14. Und dann geht's weiter. Hellas.